Hi Leute, es ist wieder Donnerstag und ja, diese Woche habe ich eine Neuigkeit. Ganz kurz Update zu mir. Ich bin seit 3 Tagen auf Testosteron und ja, ganz kurz, ich bin überglücklich. Ja, genau, und jetzt kommen wir zu dem heutigen Thema oder Wochenthema. Diese Woche haben wir das Thema, wann uns ja un endgültig klar war, ja, wir sind, also ich bin trans. Ja. Also ihr wisst ja schon, dass mir auf jeden Fall, wo ich im Kindergarten war, mir aufgefallen ist, dass irgendwas anders mit mir ist, dass ich anders bin und dass ich mich anders fühle. Und mir ja, endgültig war mir klar, dass ich trans bin. Das war vor einem Jahr im Mai. Also es war ja eigentlich irgendwo ein langer Weg dorthin. Es war einfach da bei mir. Da war immer schon irgendwas gewesen. Aber dann, es war wirklich ein Tag. Es war ein Tag gewesen. Und dann habe ich mir gesagt, ganz ehrlich, es kann nicht anders sein. Du bist trans. Ja. Ab dem Tag, ja, verging. Ja, einige Zeit, wo ich es dann meinen Freunden gesagt habe, aber dort muss ich sagen, habe ich gesagt, ich glaube, dass ich trans bin, weil mir war zwar klar, dass ich trans bin, aber ich war irgendwo vorsichtig gewesen, geblieben. Dafür war für mich klar, okay, ich bin trans. Da, mir war wirklich hundertprozentig klar, ich bin trans. Aber ich finde halt, dass ich das durch die Therapie auf jeden Fall noch mehr gefestigt hat. Ja, ich bin in die Therapie gegangen mit, ich bin trans. Die Therapie hat quasi nur noch mal jetzt da geholfen, über mich selbst aufzuklären, warum einige Dinge so gewesen sind, haben mir halt einfach gezeigt, wow, das war schon immer so. Ja. Ja, das war eigentlich kurz und knapp. Also, es war ein langer Weg bis dorthin. Und ja, dass ich trans bin, wusste ich im Mai letzten Jahres. Ja. Ja, das war es eigentlich schon zu dem Thema. Ich kann gar nicht sagen, das war einfach da. Es war einfach da und es war mir klar. Und ja, was mir halt dabei geholfen hat, waren die ganzen Videos, um dieses Gefühl einen Namen zu geben. Weil davor, da wusste ich halt, yo. Es ist irgendwas anders, ich fühle mich anders, aber ich konnte dem einfach keinen Namen geben. Und ja, durch Informationen und durch Videos schauen konnte ich diesem Gefühl, was in mir herrschte, einen Namen geben. Und deswegen war das auch dann klar für mich. Ich konnte in dem Moment dem einen Namen geben, so ist das. Und dann war es klar. Ja, das war's von mir zu diesem Thema. Ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Genießt das hoffentlich beständige Wetter und ciao, Leute.